Die Route Ärmelkanal und Golf von Biskaya mit AIDA Sol vom 28. Mai bis 9. Juni 2024. Ab Hamburg ging es los mit Früheinchecker, der völlig sinnlos war. Niemand hat nach der Buchung gefragt. Es entstand der Eindruck, dass jeder einchecken konnte, sobald er angekommen war. Das bedeutete demnach, dass die Kabinen erst am späten Nachmittag fertig waren. Pünktlich, aber bei schlechtem Wetter, legte die Sol ab. Doch bereits bei der Fahrt auf der Elbe zeigte sich die Sonne. Der erste Tag ist ein Seetag. Schon mit vielen AIDA-Schiffen der Sphinx-Klasse unterwegs, war die Sol dennoch Neuland. Deshalb erst einmal umsehen und gucken, was hier anders ist. So gravierend sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Schiffen allerdings nicht. Jedenfalls nicht baulich, wie wir feststellen mussten. Und dennoch gibt es Unterschiede, auf die wir noch zu sprechen kommen. Völlig neu ist die Gelddruckmaschine, die auf der Sol eingesetzt wurde. 129 Euro für eine kulinarische Brückenführung, da kann man sich doch gleich im Casino ausrauben lassen. Die nächste Überraschung gibt es an den Bars. Eine völlig neue Barkarte, sodass man die alten Getränke gar nicht wiedererkennt. Und einige Cocktails fehlen nun ganz auf der Karte. Und übrigens, frische Früchte gibt's in den Cocktails auch nicht mehr. Stattdessen Trockenfrüchte, angeblich aus Gründen der Nachhaltigkeit. Aber das Schöne ist, also falls Sie wirklich mal irgendwann einen Caipirinha trinken oder einen Pina Colada und Sie merken irgendwann, oh, der will auch Flipper gucken, halten Sie sich bitte folgenden Merksatz vor Augen. Spuckst du nach Lee, geht's in die See. Und spuckst du nach Louvre, kommt alles wieder hoch. Wer keinen Ausflug in Cherbourg plant, der ist schon am Hafen gut versorgt. Ein außer Betrieb genommenes Atom-U-Boot kann besichtigt werden. Und schon allein das Terminal ist etwas ganz Besonderes. Und wem es noch nicht reicht, ein Stockwerk tiefer, befindet sich das Titanic-Museum. Doch den meisten Ausflüglern geht es um ein ganz besonderes Erlebnis. Der Mont Saint-Michel, 2,5 Stunden Busfahrt vom Hafen entfernt. Von einem großen Parkplatz kurz vor dem Ziel geht es mit einem Shuttle weiter. Wer möchte, kann auch zu Fuß gehen. Nur ist das einem Schiffsausflügler nicht zu empfehlen. Von jeder Menge frischem Wind wird man erwartet und von aberhunderten Gästen, die dasselbe Ziel haben. Und außerdem sollte man gut zu Fuß sein. Und ist man erst einmal oben angekommen, wird man verstehen, worauf man sich eingelassen hat. Erst von hier sieht man, wo die Shuttle-Tour beendet wurde und wo die Heimfahrt wieder beginnen wird. Einen Ort wie diesen, den muss man gesehen haben. Man muss ihn erleben und man muss ihn hören. Der Mont Saint-Michel ist ein Fest für alle Sinne. Und vor lauter Hochgefühl darf man nicht vergessen. Man muss auch wieder abwärts steigen.
Am folgenden Seetag gab es etwas für die Hüften. Früchte, aber insbesondere Erdbeeren in jeder Variation, einschließlich Schlagsahne. Der nächste Hafen in Spanien hielt wieder einen außergewöhnlichen Ausflug bereit. Diesmal war die Bustour nicht so lang. Nach 75 Minuten war Santiago de Compostela erreicht. Die letzten 100 Meter Jakobsweg, die zählen nicht, um hier als Pilger anerkannt zu werden. Und dennoch ist es die gleiche Ehrfurcht in dem Augenblick, wenn man vor der großen Kathedrale steht. Die Aura vor der Kathedrale ist unbeschreiblich. Eine unendliche Fülle von Emotionen entlädt sich an diesem Ort. Es ist nicht in Worte zu fassen, man muss es erleben. So, das ist der Pilgerpass. Ein Riesenapplaus. Super. So, er hat gestempelt. Jeden Tag mindestens zwei. Doch das ist noch lange nicht alles, was Santiago de Compostela zu bieten hat. Nach der im Reisepreis inbegriffenen Tapas-Speisung gab es noch etwas auf die Ohren. Wenn am Nachmittag die Kathedrale für die Öffentlichkeit öffnet, sollte man sich unbedingt Zeit für einen Besuch nehmen. Der nächste Anlauf der Aida Sol war in Gijón in Spanien. Der Kreuzfahrthafen ist wenig spektakulär. Und dennoch haben sich die Spanier alle Mühe gegeben, die Gäste aufs Herzlichste zu empfangen. Gijón auf einen Blick und historische Altstadt, so hieß der Ausflug. Zunächst ging die Tour zu einem Aussichtspunkt weit außerhalb der Stadt, mit wunderschönem Blick über die Natur bis hin zum Hafen zur Aida Sol. Der Ausflug führt von hier aus zurück zur Stadt. Ein Besuch einer Universität steht an.
Und Achtung, wenn man hier ist, die Gelegenheit gleich nutzen, denn weitere öffentliche Toiletten gibt es nicht. Der Rundgang durch die historische Altstadt war auf eine recht kurze Strecke beschränkt. Wird also mit gestrecktem Arm und eben über dem Kopf das besser. Früher hat Mönchengladbach ganz viele Thermalbäder gehabt von den Römern. Die sind heutzutage als... Alles in allem war dieser Ausflug recht nett. Mehr allerdings auch nicht. Aber es gibt ja an Bord genug Möglichkeiten, alles ganz leicht und locker zu sehen. Im Theatrium jeden Abend eine Show. Und hier hat die Crew der Soul richtig was auf die Beine gestellt. Und was wohl Pflicht auf jeder Seereise ist, der bayerische Abend. Und was bei einem solchen Abend abläuft, muss nicht näher erläutert werden. Komm an Land, zu Fuß durch Bilbao. Mit dem Bus ging es zum Guggenheim-Museum. Allerdings war die Besichtigung nur von außen. Und wer an einer Spinnenphobie leidet, der ist hier vielleicht nicht ganz richtig. Ich starte wohl, wir keine Freizeit haben, weil einige schon mich gefragt haben über Toiletten. Aha, da war wieder die Frage nach den Toiletten. Die Antwort kurz und bündig, die gibt es hier nicht. Und von hier aus, wie hieß es noch? Zu Fuß durch Bilbao. Es war weniger ein Fußmarsch als ein Dauerlauf. Zeit für Fotos oder einen Augenblick innezuhalten, das war kaum drin. AIDA sollte für diesen Ausflug noch einmal das Gespräch mit dem Anbieter suchen. Und dann unerwartet und ganz plötzlich, zum Ende des Ausflugs, war so viel Zeit übrig, dass sie auf elegante Weise totgeschlagen wurde. Ja. Guck mal, der hat doch Ohren. Ich werde ihn nicht. Livador sous mer. Der Hafen liegt irgendwo im Nirgendwo. Fort Madoc und süße Köstlichkeiten. Ein Ausflug, der viel verspricht. Die Busfahrt führt entlang diverser Chateaus, die allesamt nur von außen zu sehen sind. Ich sehe hier Seerosen, sehe davor. Schicke Autos davor, ne? Nicht schlecht, ne? Ja, Champagnerbesitzer, ne? Ist der auch. Und irgendwann ist Fort Madoc erreicht. Zugegeben, man muss schon Enthusiast sein, um diesem Ort etwas abzugewinnen. Eine Führung gibt es vor Ort nicht. Allein ein Stück Papier in der Hand gibt Auskunft über das, was hier einmal gewesen sein soll. Und bei den süßen Köstlichkeiten sah es auch nicht viel anders aus. Hier geht es am Ende eigentlich nur darum, so viel wie möglich an die Touristen zu verkaufen. Alles in allem ein Ausflug, den wir nicht mit gutem Gewissen weiterempfehlen würden. Nun zum Essen an Bord. Alle drei Buffet-Restaurants haben mehr oder weniger
das gleiche Angebot. Die Qualität der Speisen enttäuscht etwas. Pasta ohne Ende und beinahe jeden Tag gebratenes Heringsfilet. Auf der Diva konnte man das besser. Beim morgendlichen Einlaufen in Brest war es noch zu dunkel, um die ausgedehnte U-Boot-Bunkeranlage am Hafen erkennen zu können. Erst vom Liegeplatz aus und bei Tageslicht war ein erster Blick auf die Anlage möglich. Schöne Bretagne, Klostergarten und Kalvarienberg, so der Name des Ausflugs. 1598 herrschte die Pest über diesen Ort. Aus diesem Anlass wurde 1602 bis 1604 das Monument zum Gedenken aus Stein errichtet. Kalvarienberg wird es genannt. Eine Augenweide ist der Klostergarten. Jedenfalls für alle, die Freude an der Natur, an Pflanzen und an Gartenanlagen haben. Pflanzen und Architektur wirken hier wie die Inszenierung der Symbiose. Ob heimischem Ursprung oder aus der weiten Welt, die Pflanzenpracht wirkt schier unendlich. Nach diesem Genuss für die Sinne gab es bei der Ankunft am Hafen gleich was auf die Ohren. Und dann war es wieder soweit. So voll war es am Deck beim Auslaufen, nur am ersten Tag. Wahrscheinlich war es der Moment, auf den alle gewartet haben. An der größten U-Boot-Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg, von den Deutschen errichtet, vorbeizufahren. Die letzte Station vor der Heimreise ist die Isle of Portland in England. Weil England nicht mehr zur EU gehört, ist eine Einreisekontrolle notwendig, die in der AIDA Lounge durchgeführt wird. Die Kontrolle geht zügig. Es gibt nur einen Vergleich der Person mit dem Lichtbild im Reisepass. Zum Schluss ein Klebchen auf die Bordkarte und fertig. Müde von den vielen Ausflügen der vorangegangenen Tage, fiel die Entscheidung auf den Ausflug Dorchester auf eigene Faust. Ein nettes kleines Städtchen und eine andere Architektur. Das andere Leben der Briten, das ist das, was einen Dorchester erwartet. Dorchester. Man kann, man muss aber nicht. Die Show-Acts am Abend sind in jedem Fall sehr gut inszeniert. An dieser Stelle ein Lob an die Crew der AIDA Soul. Der letzte Tag an Bord, ein Seetag. Zeit, die Reise noch einmal Revue passieren und es sich gut gehen lassen. Selbstverständlich sollte man sich die Abschiedsparty nicht entgehen lassen. Es sind die letzten Stunden, die in vollen Zügen genossen werden. An die Nordküste Spaniens, gefolgt von Gijón und Bilbao. Also vielen lieben Dank, dass ihr an Bord wart. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.